Hey, ich bin Timo, das sind die 10 besten Parfums, die du aktuell am Markt bekommen kannst für unter 100 Euro. Leider noch nicht dabei ist der Eros Energy, kam zum Zeitpunkt dieses Drehs leider noch nicht. Na, aber gut, wir warten mal. Ob der hier reinkäme, ist noch eine ganz andere Geschichte. Ja, ich weiß, du bist schon ein Teil meiner Community, Duftkurs geht raus, dankeschön, dass du mir folgst. Ich glaube, jetzt kommt ein bisschen Wiederholung für dich. Denn dieses wendet sich natürlich an die, die ganz neu dabei sind, die sich jetzt nicht so viel aus Parfums machen. Die wollen jetzt wissen, ey, was ist denn cool, ja? Denn auch ich gucke immer mal wieder, wo ich mich jetzt nicht so auskenne, so eine neue Kamera zum Beispiel kaufen. Dann gucke ich auch mal nach, ja, was gibt's denn da so? Und dann gucke ich auch in die Kommentare. Das heißt für dich, was ist der beste Duft? Ja, für unter 100 Euro? Gerne mal kommentieren. Dann können auch andere sich da mal so einen kleinen Überblick verschaffen. Und nun würde ich sagen, habe ich ganz schön viel geredet. Es gibt übrigens noch ein bisschen einen Bonus, also mehr als nur die Top 10, nur so am Rande. Ja, okay, Zeit rennt. Ich würde mal sagen, wir legen los, oder? Also, ab geht's. Wir legen noch nicht los mit den Top 10. Nein, erstmal gibt es 3 Ehrennennungen. Die habe ich hier nicht mit reingepackt, die sind super, super bekannt. Also klar, die anderen auch, die gleich kommen, aber die sind nochmal over the top. Ist das hier dein allererstes Parfum-Video, dann muss das hier einfach nochmal gesagt werden. Also, du möchtest nur einen Duft haben. Eigentlich ist das Video dann für dich schon beendet. Der alles macht, der alles kann. Unter 100 Euro. Frisch, zitrisch, Büro, Date, einfach gut riechen. Come on, dann hast du den hier. Bleu de Chanel, das EDP. Ein wunderbarer, und das meine ich jetzt im besten Sinne, wunderbarer Mainstream-Duft. Der ist einfach genial. Wenn mich jemand fragt, Timo, ich möchte nur einen Duft haben, das soll schon schicker sein, immer tragen, dann hast du den hier mit dabei. Da kann man wirklich nichts falsch machen. Wie frische, luxuriöse Seife riechen, ein super Büroduft, Prada L'Homme. Das ist auch ein richtig schönes Teil, schön mit Iris und ja, come on, das ist einfach sowas von safe, auch für ein Bewerbungsgespräch. Wenn du ein bisschen... Gut, Bewerbungsgespräch hin zu dirty Sachen. Ein wunderbarer Duft. Du bist jünger, du hast Spaß. Aktuell sind hier gerade 30 Grad. Hier läuft gerade ein Festival in meiner Stadt. Du willst Spaß haben, bist jung. Dann hast du den Einstiegspreis auch recht günstig. So 37 Euro kriegst du das kleinste Flockhörchen dazu. Zu Eros von Versace. Hier das EDT. Frisch, süß, mit Minze, Vanille, belebend. Energiegeladen, verführerisch. Ich finde den einfach super. Ja, kennen viele, tragen viele. Ganz egal, war es mir damals auch. Und es sollte dir auch sehr egal sein. Das sind 3 wunderbare Parfums. Die habe ich jetzt nicht mit reingemacht, weil die einfach so extrem super bekannt sind. Aber wie gesagt, dein erstes Video hier, dann macht das Sinn, die auch nochmal kurz gehört zu haben. Und nun starten wir mal. Jetzt geht's los. Platz Nummer 10. Da habe ich dir sogar einen Nischenduft reingepackt. Richtig gute Qualität. Du merkst diese Fülle. Du merkst dieses Zitrische, das Holzige. Ein richtig guter Komplimentenduft auch, okay? Dieses Parfum trägst du quasi immer, ob es Sommer ist, ob es Winter ist. Du solltest es zitrisch mögen. Das hat nämlich richtig viel... Timo, welches Parfum ist das überhaupt? Das hat nämlich richtig viel Zitrone, Schwarz-Johannisbeer. Das ist von Mancera, Cedrin Bois. Richtig schön. Und hier hast du dazu auch ja, einen gewissen süßen Touch, leicht mit Vanille. Dann kommt auch so ein Lederakkord mit dazu im Drydown. Aber der ist richtig kompakt, zitrisch und das ist wirklich Qualität. Das ist wirklich wow, meine Nummer 10. Mit einer guten Haltbarkeit sogar. Und vielleicht sagt dir Aventus was, das geht ganz grob in diese Richtung, aber halt anders. Aber naja, halt in diese Richtung. Sportlich und elegant ist Platz Nummer 9. Stilsicher, egal wann, aber am besten ist der Sweet Spot wo? Frühling, Sommer, im Büro, Schule, Freizeit. Das ist ein richtig gutes Teil von Chanel Allure Homme Sport. Du hast hier diese Frische, du hast hier einen sehr hellen Duft sogar. Es riecht nach Meer, es riecht strahlend hell. Auch ein bisschen seifig, liegt an den Aldehyden. Zitrusmix dazu und im Drydown kommt diese Vanille. Es ist jetzt nicht wie in einem Candy Store süß. Hat eine schon, kann man sagen, seriöse Süße das Ganze. Tonkabohne, Vanille. Das hier ist ein Parfum für
einen Herrn, der stilsicher sein möchte, elegant, sportlich und modern. Tada, da hast du den passenden Duft dafür. Auf der 8 haben wir es fruchtig, irgendwie dunkel, verführerisch, männlich. Ein Hammer-Parfum. Ja, mit guter Haltbarkeit, einer wunderbaren Sillage und, wie das gehört, für unter 100 Euro bekommst du den Gisada Ambassador. Der ist so tropisch, fruchtig, würde ich mal sagen, mit dieser Mango, natürlich auch holzig. Dann hat er Apfel mit dabei. Der hat auch so ein, ja, was Aromatisches, eine richtig schöne Struktur. Das wirkt nicht flach oder so, nein, richtig schön kompakt. Das ist ein gutes Parfum für einen Abend, für ein Date, zum Losgehen, schick essen gehen, zum Daten. Da ist das ein richtig gutes Teil, weil der einfach gut performt. Der hat diese Fruchtigkeit, dieses süße Fruchtige, was die Damen nun mal sehr gerne mögen. Und dazu dieses dunkle, irgendwie Ambroxan-mäßige, holzige, was ist einfach so männlich, mysteriös, sage ich mal, verführerisch macht. Ein wunderbarer Duft, vor allem für den Abend, der Ambassador. Auf Platz Nummer 7 habe ich was richtig schön Erfrischendes für euch. Prima für den Sommer, ist sogar Unisex, haben sich ganz viele aus meinem Bekanntenkreis schon nachgekauft. Warum? Weil der einfach gut ist. Aber du solltest es schon so ein bisschen duschgelig mögen. Das hier ist von Golf & Banks Pacific Walk Moss und du bekommst 50 ml für unter 100 Euro. Das ist ein Parfum, ja, duschgelig. Ich sag immer, das riecht wie Australien im Flakon, wie ein Arzt auf Hawaii. Das hat so was Schickes, Lässiges, aquatisch, mit Zitrone, Salbei macht es so richtig chillig und auch dieses Moosige. Das ist ein richtig cooles Parfum für auch so ein, ja, so ein Kitesurfer, so einfach so ein Surferboy sein. Das rieche ich einfach hier heraus. Aber Achtung, duschgelig, aber das in ganz schön geil. Wenn du genug hast von süßen Parfums, dann könnte Platz Nummer 6 etwas für dich sein. Das ist Hugo Boss, Boss Bottled, aber das Elixier, mein Lieber. Das ist ein schon recht orientalisch angehauchtes Parfum. Wir haben würzigen Kardamom, wir haben es rauchig mit Weihrauch, schon harzig, orientalisch gemacht. Das ist ein richtig cooles Parfum, was Komplimente geben kann. Ich habe damit jedenfalls welche bekommen. Es ist nicht so süß, ist aber trotzdem mainstreamig, orientalisch gemacht. Es riecht nicht flach oder so. Das ist ein richtig gutes Teil. Also Elixier-Parfums in der Regel richtig, 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 richtig gut. So wie auch der hier. Wie gesagt, es soll nicht süß sein, es soll orientalisch sein, es soll auch ein bisschen mainstreamig sicher sein für Komplimente. Okay, hier, da mal das nächste dran. Was für ein genialer Sommerduft ist denn das hier? Auf Platz Nummer 5 bekommst du von mir. Ja, der hat viel Hype in der Parfum-Bubble, aber who cares? Das ist von Mansara, der French Rivera. Der ist frisch, aquatisch, schöner Zitrusmix mit Orange, Mandarine, Zitrone. Hat sowas Cremiges, also so eine Body Lotion. Das ist, wow. Also Body Lotion hat er jetzt nicht als Duftnote, aber er hat dieses Feeling davon. Als ob du am Pool liegst oder am Strand. Du riechst noch diese Meeresluft. Du riechst deine Sonnencreme. Es riecht ein bisschen auch zitrisch, mediterran. Du hast einfach auf Sommer sowas von Bock, wenn du das hier riechst. Wenn es super warm ist, dann kann das einfach ein Träumchen sein. Ist Unisex, ist für unter 100 Euro zu bekommen. Und das hier ist Nische, mit einer guten Qualität. Das riecht nicht flach oder so. Nee, echt. Also wirklich. Ich habe lange gebraucht, um diesen Hype irgendwie zu akzeptieren. Ja, aber er ist gut. Nichts vom Hype mitbekommen? Umso besser, denn der ist gut. So oder so. Platz Nummer 4 ist männlich, dominant und irgendwie auch sowas von verführerisch. Ich sage immer, das hier ist der Christian Grey Duft. Das ist von Dior, eine richtig geile Marke. Dior Homme Intense. Putrig mit Iris, das Ganze. Das ist ein richtig schöner Männerduft, der einfach dieses, ja, Businessmäßige auch hat. Trotzdem auch verführerisch. Ein Mann, der weiß, was er will, der trägt doch sehr, sehr gerne dieses Parfum. Eher für den Abend, auch eher, wenn es ein bisschen kühler ist. Und auch tendenziell eher ein bisschen schicker. Hier, der ist einfach, ja, ist ein Meisterwerk. Ist so.
Platz Nummer 3 schafft es die ernste, seriöse Businesswelt mit der sexy, ich will sogar sagen verruchten Datingwelt miteinander zu verschmelzen. Das ist ein richtig geiles Parfum, allerdings eher Richtung Herbst, Winter. Das ist von Givenchy, Gentleman Reservé Privé. Der hat diese Iris hier drin für das Seriöse, der hat Kastanie, Whisky für dieses Männliche, aber trotzdem auch Anziehende. Das ist ein richtig geiles Parfum, auch ein wenig leicht schokoladige Vibes im Hintergrund. Ja, also ich sag's dir, den im Herbst tragen hier. Wow. Platz Nummer 2, das wird den einen oder anderen, der schon ein bisschen länger auf meinem Kanal ist, überraschen. Aber ich muss mir eingestehen, der ist sowas von gut. Das ist von Gucci. Ja, eine Marke, die doch recht und immer da ist in Sachen Parfums. Gucci Guilty Elixir. Das ist ein heller, floraler, süßer Duft. Floral, das klingt immer so, das ist ja gar nicht kantig männlich. Ist der auch nicht. Das ist jetzt kein super maskuliner Duft. Aber der ist einfach genau im Sweet Spot, auch für so ein Dating. Wenn es etwas kühler ist, auch den sehe ich eher, wenn es etwas kühler ist. Im Sommer, wow, ja, geht eigentlich auch noch. Habe ich auch jetzt diese Woche getragen, obwohl es weit über 20 Grad waren. Ganz egal. Ja, tendenziell kann er schon als Arounder durchgehen, aber ich würde ihn eher einsetzen, wenn es ein bisschen kühler ist. Dann umso mehr. Hat viel Orangenblüte hier drin. Das macht hier dieses helle, sexy, florale. Anfangs sehr ähnlich wie Reflection Man, oder der hat schon auch diese Struktur, sage ich mal, irgendwo mit drinne, aber eher Richtung süß. Reflection Man von Amouage geht dann eher in die frischere Richtung. Und Vanille hier mit dabei, schön süß, irgendwie auch leicht, ja, würzig mit. Das ist ein richtig interessantes Parfum, von daher sehr gerne mal ausprobieren. Und hier merkst du auch die Qualität, der hält gut. Ja, ja, Achtung, oft über 100 Euro, aber ich habe ihn gefunden für 99,32 Euro. Passte also so gerade mal in das Video rein. Elixir Parfums, die haben es mir schon sehr angetan. Süß, floral, trotzdem auch schon, ja, es ist schon irgendwie auch männlich, ja. Aber wenn du es als Frau tragen würdest, interessant. Egal. Floral, aber geil, ist Gucci Guilty Elixir. Platz Nummer 1, wie sollte es nicht anders sein? Natürlich ein Elixir Parfum. Für mich der beste ist wirklich er hier von Jean Paul Gaultier, der Le Male Elixir. Das ist ein Parfum, was auch für den Abend eher gemacht ist. Super gerne, auch wenn es kühler ist. Na klar, du gehst in den Club oder so. Ach komm, da ist es auch warm. Trag ihn dann trotzdem da auch sehr, sehr gerne. Der ist schon sehr süß. Na, du hast hier Tonkabohne, du hast Vanille, du hast Honig. Anfangs ein bisschen diese Ur-Vibes von Le Male zu spüren. Minze, Lavendel, das geht aber ganz schnell weg. Und dann kommt diese, ja, diese knackige Wärme, Süße auch. Ja, schön angenehm würzig mit Tabak. Das ist ein wunderbares Parfum. Das ist einfach, ja, einfach genial. Wenn du es süß magst, für einen Club, für ein Date, dann, vor allem dann, ist der hier sehr genial. Was aber auch genial ist, gerne mal kommentieren. Was ist für dich der beste Duft unter 100 Euro, den es derzeit gibt? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, du bist neu auf meinem Kanal, lass gerne ein Abo da, denn Parfum ist ein, nein, es ist das beste Hobby, was es gibt. Ich mache gefühlt gar nichts anderes mehr. Von daher, folg mir gerne auf meinem Duftweg, wohin auch immer. Ansonsten, ich freue mich, dich bei mir zu sehen. Vielleicht gibt es auch noch einen weiteren Teil. Ich mache das ja so 2-3 Mal. Ja, mal gucken. Na, vielleicht Richtung Weihnachten nochmal, vielleicht auch nicht. Mal schauen, aber 2-mal schon, na, damit die neuen Leute so ein bisschen Orientierung kriegen, was man so schnüffeln sollte. Gerade wenn man noch gar nicht so unterwegs ist in Sachen Parfums. Aber dafür hast du abonniert, dann kannst du noch mehr Sachen abschnüffeln und rauskriegen. Es führt keinen Weg dran vorbei, mich zu abonnieren. Okay, in diesem Sinne, bis bald, euer Timo.